Ja, willkommen am Limit, Alexander Schumann hier. Heute wieder ein Fütterungsvideo und zwar kommt heute mein kleiner Thai-Skorpion. Ich blende es ein, den Namen kann ich mir nicht merken, wie gehabt. Und es gibt eine Schabe und ja, schauen wir uns mal an. Besten so, dann sehen wir alles. Und genau, dann machen wir den Deckel auf. Uiui. Genau, Licht haben wir und dann die Schabe und jetzt schauen wir, was passieren wird. Also offenbar hat er das Rascheln gehört. Fast. Also scheinbar hören die, das ist auch interessant. Also so eine interessante Jagd habe ich auch noch lange, schon lange nicht mehr gesehen. Das ist schon erstaunlich. Jetzt hat es. Ja, also das war jetzt eine interessante Jagd und geben ihm seine Höhle zurück. Ja, also der Skorpion hat heute sehr intensiv gejagt, das habe ich auch so noch nie gesehen und scheinbar hören die sogar. Also wie die Schabe über die Blätter geraschelt ist, da hat er darauf reagiert, also das war mir neu. Werde ich mal schauen, ob die wirklich hören oder ob ich mir das jetzt eingebildet habe. Ja, ich habe jetzt nochmal nachgelesen, also Skorpione haben sogenannte Spaltorgane in den Beinen und damit können sie Vibrationen aufnehmen, wenn sich also irgendwas bewegt auf dem Substrat. Also das Rascheln wird wahrscheinlich da auch ausreichen, dass sie das so hören. Ja, dann würde ich sagen, war es das für dieses Video. Danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt und dann sehen wir uns demnächst. Bis dann.